Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Ja, lieber Fische, du bist natürlich hier, um dir deine Nerzbotschaft bei mir abzuholen. Ja, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe auch dein mediales Bild bereits natürlich in einer Meditation empfangen. Das werde ich dir natürlich mitteilen, das mediale Bild von der geistigen Welt. Und dann werden wir eine Legung machen mit dem wunderschönen Tarot von Licht und Schatten, eines meiner Lieblingsdecks im Übrigen, wo ich geschenkt bekommen habe. Ja, und hier unten haben wir gerade Schau, Schwert 3. Ja, das gebrochene Herz, Herzschmerz, Kummer. Warum war ich gerade irritiert? Weil dein mediales Bild, lieber Fische, war für den Monat März ein bisschen ein schweres Bild, ja. Und wenn du Geburtstag hast im März, natürlich wünsche ich dir ganz viel Liebe und Licht und Happy Birthday, lieber Fische. Ja, dein mediales Bild, lass mich der Reihe nachgehen. Hei, hei, hei. Und ich gebe dir natürlich mit der Liebe der Engel im März auch so ein wunderschönes, prachtvolles, farbenfrohes Deck noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg. Also bleib dran, es wird garantiert nicht langweilig werden hier, lieber Fische. Und wie gesagt, dein mediales Bild. Ja, ich sehe dich immer als Fische im Meer oder in einem Gewässer und in deinem Element, ja. Und ich habe dich gesehen, wie du oben geschwommen bist, auf der Oberfläche. So die Flossen ein bisschen hängen gelassen und du hast nach Luft geschnappt. Bist oben und hast nach Luft geschnappt. Und ich habe mich bei diesem medialen Bild gefragt, was bedeutet das für dich, lieber Fische? Nimmt dir irgendetwas dem Atem? Oder musst du tatsächlich nach Luft schnappen, weil dich vielleicht im März irgendetwas völlig irritiert? Fühlst du dich in deinem Wasser, wo du bist, nicht mehr wohl? Hat es zu viele Fische? Hat es zu wenig Luft für dich? Hast du zu wenig Raum, Zeit, Platz für dich? Was auch immer es ist, ich glaube, es ist im März dir sehr bewusst, dass irgendein Zustand in deinem Leben für dich einfach nicht stimmig ist. Ja, aber lass uns hineinstarten in die Legung mit dir, lieber Fisch. Und wie du siehst, ich weiß nicht, ich bin hier auch gerade so, gut, ich bin gerade am Meer, aber ich bin so meerisch hier angehaucht mit Muscheln, wo ich hier gesammelt habe. Schau mal, wie wunderschön. Ja, die kommt jetzt nicht so zur Geltung, aber hier hat es natürlich das typische Perlmutter drin. Ja, habe ich auch ein bisschen gesammelt. Und hier auch ein Stern mit Perlen. Ja, wunderbar. Ja, Fische, lass uns starten. Was will dir hier? Was sagt uns die geistige Welt? Lass uns deine Botschaft anschauen. Geistige Welt, Spirit, bitte, für den Fische. Monat März. Monat März. Ja, und im Übrigen ist es auch so, wenn du Geburtstag hast, dann ist das immer, der Geburtstag ist immer eine Chance für dich, nach innen zu gehen bei dir und auch wirklich tatsächlich altes Karma loslassen zu dürfen. Es ist dein Geburtstag. Du kannst diesen Wunsch eigentlich dem Universum geben. Bitte nehmt das Karma von mir. Lass mich hier in ein ganz neues Jahr starten. Also vielleicht tust du das an deinem Geburtstag ganz bewusst, dass du dich hier mal reinigst und befreist. Und ja, wo ich das gerade so sage, weiß ich auch, wer hier in deine Leben kommen möchte. Und zwar ist das Erzengel Gabriel. Spirit, geistige Welt, bitte Botschaft, März für den Fische. Ich werde dir ja auch jede einzelne Karte natürlich, ja, Gabriel, der Tod, das ist seine Karte. Unglaublich. Weiß nicht, wie ich das mache, aber ich bin halt, wer ich bin.
Ich werde dir, wie gesagt, jede einzelne Karte natürlich wunderschön zeigen. Das hast du dir natürlich verdient, Fische, dass du diese Karten auch wirklich schön siehst. Und wie gesagt, das sind allgemeine Auslegungen. Wenn sie nicht stimmig ist, schau dir bitte Mond, Aszendent und Venuszeichen hier noch an. Und ja, ich lege für Mann, Frau und gleichgeschlechtliche Liebe. Und wenn du mich noch nicht kennst und ganz neu hier angekommen bist und wissen willst, wer ich eigentlich bin, was ich tue, warum ich tue und was ich dir natürlich alles anbieten kann, in deinem eigenen Transformationsprozess vorwärts zu kommen, alles steht auf meiner Webseite, sie ist unten für dich verlinkt. So, voilà, und jetzt lass uns beginnen. Ich habe es auch schön sortiert. Ass der Stäbe. Also hier kam auf jeden Fall eine Chance auf dich zu, in der Vergangenheit. Entschuldige, so jetzt. Schau mal, wie wunderschön hier. Es könnte auch sein, dass sich hier in der Vergangenheit dein drittes Auge geöffnet hat. Du siehst das ganz klar hier mit der Energie vom Kronenchakra, verbunden mit der Zwirbeldrüse. Wenn die Zwirbeldrüse in Harmonie ist, also sie richtig schwingt, das kann ich übrigens, das kann man auch richten, energetisch, dann öffnet sich automatisch auch ganz wunderbar das dritte Auge. Ja, und hier ist etwas geschehen in der Vergangenheit. Hier hat sich dein drittes Auge geöffnet und ich glaube, du hattest Momente einfach, wo du ganz, ganz klar gesehen hast. Deine Wahrheit gesehen hast. In der Wahrheit gestanden bist. Vielleicht hast du sogar gesehen, was eigentlich deine Lebens- oder Seelenaufgabe ist. Und wenn man das hat, dann sieht man auch alles, was nicht stimmig ist für uns. Und das ist manchmal, das nennt sich das Erwachen. Ja, Erwachen ist nicht ein Boom, Paff, Zustand, wie sich das viele vorstellen. So, zack, und jetzt bin ich wach und abgekoppelt. Sondern es ist ein Zustand, der sich entwickelt. Wie beim Film Matrix. Ja, Neo hat ja zuerst mal gehackt. Ja, er ging ja auf die Suche zuerst und hat immer mehr Informationen gesammelt. Er kam der Wahrheit immer näher. Und wenn ein Mensch bereit ist, ja, dann kann man ihn entkoppeln. Aber bis das soweit ist, ist es so, dass sich dann oft einfach dieses dritte Auge für uns öffnet, damit wir der Wahrheit, was auch immer Wahrheit bedeutet, wenn es überhaupt eine absolute Wahrheit gibt, aber ich sage mal, zumindest deiner Wahrheit immer näher kommst hier. Das kann geschehen sein auch durch Ritter der Kelche. Das ist eine Schütze-Energie hier, die ist immer, ja, du siehst es selbst, Feuer. Ja, sie hält hier die Trommel wunderbar in der Hand, ja. Schütze, Michael-Energie ist auch das Instrument zu diesem Chakra, ist die Trommel. Ja, sie verbindet uns mit Mutter Erde, mit unserer Urkraft. Ja, und ein Schütze ist nun mal ein Wild Child. Ja, das wissen wir alle. Er ist ein Partygänger. Meister Sananda nennt ihn ja auch der göttliche Rockstar. Ja, wo der Schütze kommt, ist sicher nie langweilig. Eine Aufforderung zum Abenteuer. Und vielleicht hast du dich hier auch auf ein Abenteuer eingelassen. Jo. Mhm. Könnte auch sein, dass du hier einfach auch schlichtweg einen ziemlich ekstatischen Moment der Kundalini-Energie erfahren hast. Feuer Kundalini-Energie. Die dich vielleicht auch tatsächlich, wo dir dann das dritte Auge auch geöffnet hat, das könnte auch also definitiv eine Kombination sein. Also irgendetwas geschehen. Und ich glaube, du musstest wirklich nach Luft schnappen. Vielleicht hast du es gar nicht erwartet, dass du hier einen solchen Erwachungsmoment hast. Ja, war es eine gute Überraschung oder eher eine schlechte? Weil Erwachen muss nicht immer angenehm sein. Manchmal schockiert es uns auch, was wir plötzlich sehen und wahrnehmen. Auf jeden Fall, das ist genau gerade, was beginnt. Und ich glaube, darum ist auch Erzengel Gabriel hier in deine Legung gekommen. Denn Gabriel ist der Engel der Wiederauferstehung auch. Das heißt, er erhebt eigentlich deinen Spirit, deinen Geist oder deine Seele, wenn sie
sehr tief gefallen ist, im Sinne von, er hilft im Prinzip in diesem Erwachungszustand. Ja? Er ist derjenige, der, man sieht oft Bilder, wie Gabriel durch die Hölle geht. Ja? Also ich sage es immer, durch das Tal der Schlafenden. Ja? Und dass er jene, die aufgewacht sind, man sieht das oft, Menschen, die ihm die Hand entgegenhalten. Und Gabriel ist der Engel, der diese Hand nimmt und entkoppelt. Also er hilft dir hier in diesem Prozess. Oder vielleicht war er schon hier in der Vergangenheit. Definitiv ist, dass du ein altes Leben ablegen wirst, Fische. Es ist dir sehr bewusst, dass du das tun musst. Es könnte auch altes Ego sein. Es könnten alte Anhaftungen sein, alte Beziehungen sein. Was auch immer sterben will, damit du neu geboren wirst, ja? Damit das Wasser, in dem du schwimmst, wieder voller Leben und Sauerstoff ist. Wer auch immer dir hier vielleicht den Atem genommen hat, was hat immer das für dich bedeutet, ja? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Aber auch hier, schau mal, wie fantastisch gezeichnet das ist. Ja, das in diesem Gesicht ja eigentlich, das ist ja wie eine Robe, eine rote. Der Tod, Tod und Wiedergeburt heißt sie. Auch hier siehst du, wie hier das dritte Auge auf geöffnet ist. Die Momente des Todes sehen wir immer sehr klar. Ich meine nicht den physischen Tod, ich meine den geistigen oder den Ego-Tod. Und was auch immer hier für dich gestorben ist, durch diese Öffnung deines dritten Auges. Sechs der Münzen. Das ist die Situation. Du siehst, hier wird dir Hilfe entgegengebracht. Hier wird dir eine Münze gegeben. Eine Münze kann auch natürlich Geld bedeuten. Es kann aber etwas Materielles bedeuten. Es kann Hilfe bei der Arbeit bedeuten. Es kann aber auch einfach geistige Hilfe sein, dass dir hier geholfen wird. Vielleicht hilft dir auch hier ein spezifischer Mensch in diesem Prozess. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen Menschen, die den Weg bereits kennen, ja, die uns eben auch diese Hand reichen können. Das könnte hier vielleicht ein Wow, entschuldige. Das ist zweimal Schütze hier. Und wir haben hier mit dem Tod noch den Skorpion. Heieiei. Entschuldige. Und wir haben hier noch Stier, Sternzeichen, fünfter Kelch, nochmals Skorpion. Ja, es könnte eine Person von außen sein. Das ist auf jeden Fall die Situation. Eins ist hier auf jeden Fall ganz klar. Hier muss Geben und Nehmen stimmen. Ja? Vielleicht hast du in der Vergangenheit zu fest in Dinge investiert, wo einfach der Lohn ausbleibt. Ja, wo du viel zu viel investiert hast und nicht dasselbe zurückgeflossen ist. Vielleicht ist es dir bewusst, dass du einen ganz anderen Lebensweg einschlagen solltest. Das kann auch in Beziehung sein, was auch immer, in welchem Bereich. Aber hier, Erzengel Gabriel hat dich hier erweckt. Er wird dir hier helfen. Erzengel Gabriel hilft auch bei der Reinigung. Ja, er ist weißes Licht, er ist Reinheit. Vielleicht musst du dich hier mal ganz bewusst von der Vergangenheit reinigen. Vielleicht machst du mal ein Meersalzbad. Vielleicht machst du das mit mir online, dass wir eine Reinigung mit dir machen. Du selbst wirst es fühlen. Eins ist hier klar, das, was von außen kommt. Siehst du, hier haben wir den klassischen Dieb. Ich glaube, das ist genau das, was du nicht mehr willst hier. Hier raubt dir jemand deinen Sauerstoff. Ich glaube, darum musst du nach Luft schnappen. Ich weiß nicht, bist du umgeben von Energievampiren, lieber Fische? Menschen, die nehmen und davon schleichen. Manchmal dir das Herz stehlen, es abschlachten, weil er hat ja ein wunderschönes Messer, oder wo dir das Messer in den Rücken stoßen. Hier stimmt was nicht. Und du hast das erkannt. Und es ist natürlich immer traurig. Ich weiß es, ich habe dich jetzt gerade gefühlt. Warum müssen wir unser Herz schließen? Warum dürfen wir niemandem mehr vertrauen? Warum können wir nicht einfach frei und offen leben? Und warum
Können wir nicht einfach ehrlich miteinander sein? Warum muss das alles so sein? Ja, diese Frage habe ich mir in meinem Leben auch schon tausendmal gestellt. Ja? Vielleicht sind wir auf diese Erde gekommen, nicht um Beziehung zu führen oder um uns nach dem Außen, ins Außen zu richten. Vielleicht sind wir auf diese Erde gekommen, um den inneren Weg zu gehen, nämlich uns selbst zu finden. Vielleicht ist das eigentlich der Weg, den wir gehen sollten. Und vielleicht sollten wir uns weniger in äußere Dinge verzetteln. Vielleicht ist es die Lehre darin. Ich weiß es nicht, Fische. Es gibt tausend Antworten darauf und keine muss für dich stimmig sein. Da müsstest du mit mir eine persönliche Beratung machen. Eins ist klar, du hast hier Angst, Hoffnung und Ängste, hier haben wir die Enttäuschung. Ja? Du siehst es wunderschön an dieser Haltung, fünfter Kelche. Vielleicht hast du auch Angst, jemanden zu enttäuschen. Vielleicht hast du das Gefühl, wenn du so bist, wie du bist, was sicher eine wunderbare Seele ist, dass du andere Menschen enttäuschen musst oder wirst. Vielleicht hast du dich selbst in einem Kreislauf der aufgebauten Persönlichkeiten gehalten, also eben wie im Film Matrix, ja, du warst der Anderson im Sinne von, ja, du hast in der Matrix funktioniert und vielleicht bist du jetzt am Erwachen hier und du merkst, das war ich ja gar nicht, das bin nicht ich. Ich bin ja ganz unendlich anders und ich will eigentlich irgendwo ganz anders hin. Für wen muss ich eigentlich funktionieren? Für wen? Warum muss ich für andere Menschen funktionieren? Warum muss ich so sein, wie andere Menschen mich gerne hätten? Warum kann ich nicht nur sagen, ich lerne die Kunst des Scheißdraufs und bin einfach mich selbst? Und ich weiß, wenn mein Sohn jetzt diese Legung schaut, wird er lachen. Aber genau so ist es. Ja, ich übe mich auch in dieser Kunst, lieber Fische, glaub mir. Ja, aber der Lohn bleibt dann nicht aus. Schau mal, Königin der Münzen. Sternzeichen Stier, Venus. Wunderbar. Hier kommt Fruchtbarkeit. Es könnte sich hier auch um eine Schwangerschaft handeln. Vielleicht hast du es sehr lange gewünscht. Dann wird es hier im März, dann ist diese Wiedergeburt. Dann kommt Gabriel, um dir ein Kind zu schenken. Das ist auch Gabriels Aufgabe. Wenn das die Frage wäre und wenn du hier nicht schwanger werden möchtest, Achtung, Achtung, lieber Fische, oder nicht Vater, dann solltest du unbedingt schauen, dass du nur mit Menschen die Sexualität pflegst, denen du vertrauen kannst. Achtung, Achtung, Achtung. Du weißt, was ich hier zwischen den Zeilen sagen will. Ja? Genau, das wäre die andere Variante. Aber hier wird es auf jeden Fall Gewinn haben. Ja, was hier? Vielleicht fühlst du auch endlich deinen Weg hier. Und das hat Erfolg, denn was die Königin der Münzen anfasst, wird zu Gold. Sehr erfolgreich. Wow, ich habe überall Gänsehaut. Ist eine sehr positive Legung eigentlich für dich hier, lieber Fische. Oh, boom. Ja, und es spricht und fließt unglaublich schön. Und genau, schau mal, Schöpferkraft. Jawohl, du bist der Schöpfer deiner eigenen Realität. Ich glaube, dass du diese Kraft, diese Schöpferkraft in dir entdeckt hast. Und ich glaube, dass du immer mehr erkennst, wie bringe ich die Dinge in die Materie. Schau mal die Ähnlichkeit. Wie? Nämlich, indem ich in meiner Wahrheit stehe. Nicht wahr, Fischer? Ja, dann klappt es auch. Weil, wenn man das tut, dann tut man automatisch alles aus dem Leben beseitigen, was nicht mit unserer Wahrheit mitschwingt, was nicht, auf Deutsch gesagt, zu uns passt. Keine Angst, dich selbst zu sein. Ja, das ist eine unglaublich starke Botschaft hier für dich vom Erzengel Gabriel. Ich bedanke mich bei ihm für diese Worte, die er durch mich fließen lassen hat, für dich, lieber Fische. Ich wünsche dir hier ganz viel Licht und Liebe. Du wirst das definitiv haben. Du wirst wieder Luft bekommen. Da
Da gebe ich dir meine Garantie darauf. Du musst nur in andere Gewässer kommen. Ja. Ich bedanke mich hier auch natürlich für einen kleinen Thanks. Wenn man oben aufs Herzchen drückt, kann man mir einen Thanks schenken. Ich bedanke mich hier schon zum Voraus für die lieben Spenden, die du mir machen wirst, lieber Fische. Und jawohl, werde doch ein Mitglied hier bei mir, ein Teil dieser Community. Und ja, ich freue mich ganz besonders wieder auf dich, lieber Fische. Bis bald. Tschüss.